Chancenverweis sind das eine, das andere ist natürlich auch ein Sicherheitsthema. Wollen wir vielleicht mal tatsächlich nochmal kurz auch diese Fakten nochmal für alle auf den Tisch bringen, um was es da eigentlich geht. Es geht ja nicht nur darum, dass hier der Rhein baulich verändert wird und dass es ein bisschen schöner wird, sondern da geht es ja tatsächlich um Vorsorge für ein mögliches Hochwasser. Soll ja die Durchflussmenge von aktuell 3.100 Kubikmetern auf 4.300 Kubikmetern, wenn ich auf meinem Spickzettel das richtig notiert habe, erhöht werden und dass man damit für so ein sogenanntes 300-jähriges Hochwasser künftig gesichert ist. Es gab diese Planspiele, wir haben alle die Überschwemmungen der letzten Jahre noch im Kopf, aber das, was wir hier reden, wäre natürlich deutlich dramatischer. Und sagt man, man weiß nicht, wann was kommt. In den letzten Jahren haben wir gelernt, dass manche Dinge auch sehr unverhofft passieren können. Wie wirklich dringend ist es auch notwendig, dass wir das jetzt machen und dass das eben nicht noch länger verzögert wird? Wie hoch ist denn die Gefahr tatsächlich? Also, ich möchte jetzt nicht jetzt mehr sagen, nächstes Jahr kommt das Hochwasser, aber einfach, dass man nochmal so ein Bild davon kriegt. Also die Situation im Rheintal ist ja die, oder am Rhein, wir haben sehr lange, sind wir sicher, bis zum 100-Jährigen. Wenn aber mehr kommt, dann ist einfach die Gefahr da, dass es zu Dammbrüchen kommen kann. Und dann wird in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Wasser durchs Rheintal fließen, mit großen Schäden. Wir wissen aus Berechnungen bis 10 Milliarden Franken. Und auch, muss man auch sagen, man hat da nicht die Möglichkeit zu evakuieren. Das sind einfach die Zeiträume zu kurz. Ich glaube, man hat das auch diesen Sommer wieder gesehen. Das ist auch bei uns am Rhein dasselbe. Und gerade in den letzten 100 Jahren hat sich das Rheintal sehr gut entwickelt, nicht zuletzt auch dank der Rheinregulierung. Wir haben deshalb jetzt großes Schadenpotenzial und das müssen wir schützen. Nicht nur vor einem Ereignis, das alle 100 Jahre stattfinden kann, sondern auch das alle 300 Jahre. Also da müssen wir den Schutz erhöhen. Das kann im nächsten Jahr passieren, kann aber auch erst in 100 Jahren passieren. Aber ich denke, mittel- und langfristig ist es notwendig, dringend notwendig, dass wir die Anpassung machen. Und denke, es hat dann auch noch den Nebeneffekt, dass wir auch einen naturnahen Rhein bekommen, den man auch als Naherholungsgebiet dann besser nutzen kann.